Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play aus dem Singleplayer, der Wasche sagt Hallo. Ich habe es angekündigt, im Multiplayer habt ihr das schon gesehen, sind wir auch auf der The Valley The Old Farm unterwegs von Black Sheep Modding. Im Singleplayer bin ich das auch. Ich habe hier ein bisschen mehr schon, bin ein bisschen weiter, aber auch ein bisschen gecheatet. So, ich bereite mich gerade, weil ich das nämlich schon seit längerem habe, aber noch nie ausprobiert habe. Ich habe das Stoffwerbungs-Addon. Ihr seht es, da oben ist die Gabel, die Ballenzange, hier die eine Ballenpresse mit dem Anhänger. Die würde ich gerne ausprobieren. Und dazu haben wir gerade der 615er. Der soll jetzt hier diese Faden, die ich vorher mit dem 824 ist das von Fendt genäht habe, den setzen wir kurz noch um. Er kann nämlich direkt die nächste machen. War die 91. Kann man direkt mal schon einen Kurs generieren. Habe ich eigentlich auch noch nicht. Ganze mit Curse, weil ihr kennt das von mir, desto schneller geht's dann auch. So, wenn ich mit diesen, da muss ich, aber das, nehmen ist das hintere, weil ich glaube der Eingang, der ist oben am Hof. Ja, die Karte ist im Mod-Hub zu finden. Da war aber schon der Ein. Wie gesagt, von Black Sheep Modding, ich finde die wirklich gut gelungen, außer vom Höhenprofil her. So. Feld 91. Das müsste er erkennen. Warten. Punkt N ist mir relativ wurscht. Mach mal ruhig drei Vorgewände bei dem Glückbauen hier. Machst du direkt. Bei 91. Oh, die. Okay. Hat doch nicht richtig. Sehe ich den noch nicht, aber ist doch der Startpunkt. Jawohl. Den speichern wir. 91. 5,6 Meter. 3. Vorwände. Dann der am ersten Anfang und ihr müsst den nochmal ein bisschen versetzt fahren lassen. Ich fahre den hier mit 1,2 Meter links. Mal ein bisschen raus. Lass mal lieber ein bisschen was stehen. Hat den Hintergrund, da wir hier noch den Zaun haben und ich nicht will, dass der den Zaun hängt. Drinnen. Den da mal richtig aus. Jetzt so ist er schon zum anderen. Lass ich lieber was stehen am Rand. Jetzt lass der mir da reinrauschen. Dann haben wir die erste Runde dabei. Ja, der Raps, der blüht auch schon schön, ist aber nicht mein Feld. Ich habe eigentlich schon relativ viele. Wie gesagt, alles nicht unbedingt alleine erarbeitet, aber damit hier auch einfach mal ein bisschen was passiert. Zack, hängt da.
Normalerweise müsste ich hier so die Mittellinie ungefähr haben. Aber wenn ich das mache, dann hänge ich halt bei dieser Wiese nur im Zaun. Da hängt er nämlich dann auch schon wieder gerade in den Kurven. Und sobald er halt hier auf seiner zweiten Runde ist, dann können wir mal zurück zur anderen Wiese und den 615er schwaden lassen. Und dann wollte ich hier mit den beiden kleinen Wiesen, wollte ich ganz gerne Silageball mit der Ultima pressen. Und auf der großen Wiese, die ich noch habe, die 86 ist das, da werde ich dann Heuballen machen. Da kommt dann die Quaderballenpresse aus dem Probergungs-Add-on das erste Mal zum Einsatz. Ultima, die kennt man ja schon ein bisschen länger, aber auch eine schöne Presse, wie ich finde. Das sind halt auch so die Kleinheiten, die die Map hier schön machen, finde ich. So mit diesem Zaun halt dazwischen, der das nochmal so ein bisschen abgrenzt hier, die Wiese. Auch wenn er mit Curse Frame ein bisschen nervig ist. Aber das ist einfach optisch gut gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und im Multiplayer, das habt ihr ja schon gesehen. Da waren ja schon ein paar Livestreams, da sind wir halt jetzt auch auf der Karte. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich das dann so versetzt mache. Eine Folge vielleicht unter der Woche, eine Folge am Wochenende, jeweils dann eine aus dem Multi und eine aus dem Singleplayer. So, hier können wir nämlich jetzt auf 1,2 Meter gehen. Und dann soll er beim nächsten passenden weitermachen. Und dann seht ihr, bleibt halt hier so seine Mittellinie, ist genau da, wo die beiden sich praktisch so überschneiden. Das passt jetzt für den weiteren Verlauf auf jeden Fall. Sollte zu. So, den lassen wir hier mähen. Und dann gucken wir mal, was der 615er macht. Ja, die Halle, die habe ich ja auch dran gesetzt. Oben am Hof ist ja noch ein bisschen Platz, wo man platzierbare Objekte machen kann. Da ist auch Probergungs-Add-on, das Padded-Lager. Heißt, die Primos ist auch am Start. Den hatte ich auch schon einen Kurs gemacht, das heißt, den müssen wir nur noch losschicken. Dann können wir im Prinzip der Ultima direkt hinterher, das wollte ich gerne machen. Ja, auch ein schöner, wie ich finde, 615er LSA. Ja, man. So, der soll am ersten Punkt anfangen. Elbossen. Ich bin mal gespannt, wie viel dabei rumkommt. Ich glaube, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Jetzt hier mal so Gras habe ich wie gesagt. Geguckt, jetzt hier Erntereif. Ich weiß nicht, das ist immer so schwer zu unterscheiden. Ist das jetzt das Orange oder das Orange? Keine Ahnung. Ich wollte auf jeden Fall mal, dass die beiden Pressen mal ein bisschen laufen und dann habe ich meist hier an. Dann wir mal zu dem Endgegner schicken. Ja, ich habe zwei größere Schlepper hier im Sortiment. Ne, nicht nur der Ölkanister. Habe ich verloren.
Ölkanister, weil ich hier einen Mod drin habe, das nach gewissen, oder eher nach gewissen Arbeitszeitstunden gerne einen Ölwechsel bei den Fahrzeugen. Der ist noch zu neu, der müsste noch nichts. Ja, und den Gas jetzt auch mal dann rein. Auffällt ihn kann ich hier. Lohnt sich auf jeden Fall bei Stück. Jetzt auch an die Ultima machen können. Nein, nicht. Ja, Getreide generell dauert auch nicht mehr allzu lange. Das hier ausgeht. Habe ich vergessen, wieder reinzumachen. Ja, dazu noch hier die Standardschleppe aus dem LS, meine ich zumindest. Ich hatte mehrere drin, also die 700er Reihe, die ist auf jeden Fall, das ist auch ein Mod. So, und den können wir natürlich dann nur dort ansetzen, wo wir angefangen haben, die Schrott zu. Er ist aber fleißig dabei, meckert auch nicht. Dazu. Dann haben wir noch 25 Ballen, haben wir noch vor. Machen die großen Ballen. Ja, aber nee, die schaffen wir. Ich dachte schon, die muss ich auslassen. Aber der Fendt hat ja so einen super Wendekreis, selbst die großen.
Wir rollen natürlich wahrscheinlich jetzt schön bis nach unten. Naja, kann man nichts machen. Ah, da ist stehen geblieben. Vielleicht seht ihr jetzt, muss er ja hinten noch wickeln, also merkt er, ich kann jetzt nicht mit der Geschwindigkeit, die ich eben hatte, übers Feld fahren, sonst habe ich die die Hauptpresskammer wieder zu voll. Insofern reduziert er dann die Geschwindigkeit. Lichter. Das war der Speicherpunkt. Ja, das ist so das, was ich jetzt hier auf jeden Fall machen wollte. Ein bisschen gerade schon mal pressen für den Winter. Für die Rindviecher. Das machen wir jetzt mit den beiden kleinen Wiesen, die ich jetzt hier gerade, wo die der Favorit, der 824 gemäht hat, machen wir sie Nagelballen. Ich glaube, da brauche ich sogar noch eine andere Ballenzange. Ich glaube, ich habe gar keine Rundballenzange für den Kuppler. Ja, 6000 gehen rein in die großen Ballen. Bin gespannt, wie ich die gleich so auf den Hänger sortiere. Welchen Hänger ich überhaupt mal hin? Also, nee, da weiß ich noch nicht. Gut in der Spur von dem, der noch schwaden muss. Wahrscheinlich gleich schon. Aber ich würde sagen, weil ich ja eben so sagte, je nachdem, ob das jetzt schon von Orange her die richtige Farbe wäre, kommt auf jeden Fall ordentlich was zusammen, würde ich sagen. 1000er Ballengröße und das geht ja hier in einer Tour. Ich würde sagen, da hole ich mal gerade den Anhänger und den Teleskoplader.
die auf jeden Fall hier wegkriegen, damit der 615er weitermachen kann, was Schaden an. Das seht ihr dann aber in der nächsten Folge. Lasst ein paar Daumen da, wenn es gefallen hat, und seid gerne mit dabei. Bis dahin. Tschüss.